Einleitung. Der Römerbrief ist das Meisterwerk des Apostels Paulus. Durchsetzt mit Beispielen aus dem Alten Testament ist er eine ausführliche, gelehrte Abhandlung zum Thema Gnade. Wenn wir seine Botschaft wirklich verstehen und empfangen, werden wir zu der völligen Überzeugung gelangen, dass wir aus Gnade und nicht durch unsere Werke in einen richtigen Stand mit Gott kommen. Der Römerbrief hat die Welt buchstäblich verändert. Im 16. Jahrhundert geriet der Mönch Martin Luther wegen der Unzahl religiöser Gebote, die er zu befolgen hatte, in totale Frustration. Als er schließlich an der Frage verzweifelte, ob er seine Errettung denn überhaupt jemals verdienen könnte, sprach der Herr durch folgenden Vers aus dem Römerbrief zu ihm: Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Römer Kapitel 3, Vers 28. In der Fußnote der Elberfelder Bibel steht noch: getrennt von Gesetzeswerken oder ohne Mitwirkung von Gesetzeswerken. Dieser Funke Offenbarung veränderte nicht nur das Leben Luthers, sondern entzündete auch die Bewegung, die wir heute als Reformation bezeichnen. Ihr Einfluss auf Einzelpersonen und Regierungen veränderte buchstäblich die Welt und tut es auch heute noch. Jeder Erweckung lag eine Offenbarung über die Gnade Gottes zugrunde. Und jedem geistlichen Aufbruch war ein geschärftes Bewusstsein für die Bedürftigkeit des Menschen zu eigen, seine Unabhängigkeit aufzugeben und seine Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Deshalb muss auch heute der Wunsch nach Erweckung bei einem jeden mit dem Eingeständnis der völligen Unfähigkeit beginnen, eine richtige Beziehung zu Gott durch menschliches Bemühen und gute Werke herstellen zu können, sowohl in Bezug auf die Wiedergeburt als auch auf die tagtägliche Aufrechterhaltung unserer Beziehung zu Gott. Da sich der Römerbrief offen mit der selbstbewussten, eigenverantwortlichen Haltung des Menschen auseinandersetzt, die nach wie vor die Welt erfüllt, ist er auch für uns heute noch genauso aktuell wie zur Zeit seiner Entstehung. Der hier vorliegende kurze Abriss des Römerbriefes macht die fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums unserem Verständnis leicht zugänglich. Mach dich bereit, die Tiefen von Gottes Gnade auszuloten.